So, und wir machen weiter. Ich darf begrüßen den Schauspieler Helmfried von Lüttichau, der heute bei mir ist. Der Georg Jännerwein, der war am Schliersee unterwegs und da sind Sie ja auch zu Hause, gell? Da hätten wir wahrscheinlich gute Chancen, Sie da mal zu treffen. Ja, auf dem Spaziergang. Beim Wildern. Beim Wildern? Unterwegs mit meinem Hund. Ah, oha. Nein, aber. Nicht, dass ich Sie dann auch in ein paar Jahren im Kennst mich. Ja, stimmt, ja. Im Promi Kennst mich. Wer hat den Hinterix erschossen? nein, das ist sozusagen ein bisschen meine zweite oder neue Heimat am Schliersee und das ist fantastisch. Ja. Jetzt will ich mal mit Ihnen ein bisschen auf Ihre Herkunft schauen. Da muss ich jetzt spicken auf Ihren ganzen Namen, nicht, dass ich mich noch mal vertue. Der lautet nämlich Helmut Friedrich Wilhelm Graf von Lüttichau. Und da entsteht jetzt natürlich bei mir das Bild einer Kindheit in einem opulenten Schloss mit Türmchen. War das so? Ja, naja, wir hatten halt eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Und meine Mutter hat das aber immer ganz charmant das Etagenschloss genannt. Und im winzig kleinen Esszimmer, also sagen wir mal so 5-6 Quadratmeter. Wir sehen Sie als Bub jetzt gerade eingeblendet. Also, da gab es schon Ahnenbilder, die da hingen. Und die haben natürlich immer den Schulkameraden oder so dann doch sehr Respekt eingeflößt. Was war die das fanden es eher unheimlich. Ja, Sie fanden es unheimlich? Ja, die fanden es eher unheimlich. Ach so. Ich war dran gewöhnt. Irgendwie, die hingen halt da, einer mit Bart, einer ohne. Und so, und mit so, ja, also so förmlich halt, wie so Ahnenbilder halt aussehen. Also das war wirklich dann ein altes Adelsgeschlecht? Ist immer noch, ja, ja, ja. Es geht irgendwie auf 1300, 1200. Ich bin sehr, sehr schlecht in Familiengeschichte, aber schon sehr weit zurück. Sie waren ein Einzelkind. Haben Sie es Ihren Eltern leicht gemacht oder schwer? Erst leicht, dann schwer. So irgendwie, als dann die Pubertät anfing, glaube ich, wurde ich zusehends schwerer. Am Anfang war ich, glaube ich, ganz was Braves und das kippte dann aber. Und wie äußerte sich das, das Schwere? Indem ich lange Haare wollte, indem ich lange aufbleiben und weggehen wollte, indem ich laut Musik gehört. Also ja, alles halt so, was man halt so will dann. Was wollten Sie denn werden als Kind? Ja, ich habe mich immer irgendwie schon als Rockmusiker gesehen und gedacht, das wäre es, waren zumindest auch ja meine Idole. Ich hatte auch, mein ganzes Zimmer war mal tapeziert mit allen Fotos, so mit, aber richtig mit Tapetenkleister und hatte ich das alles zugeklebt. Also. Und was hing da so? Ja, von Stones über dann Jimi Hendrix, Janis Joplin. Also das waren so meine Jim Morrison von den Doors, also das war meine Welt sozusagen irgendwie. Sie sind dann zum Theater gekommen, waren da viele Jahre, bis Sie irgendwann gesagt haben, ich drehe dem Theater den Rücken zu und gehe zum Fernsehen. Ja, ich war bestimmt 15 Jahre oder so fest engagiert am Theater und immer wieder in anderen Städten und mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, also so. Es gibt so diesen Spruch an mittlere Rollen an mittleren Theatern. Also ich hatte auch nie so wirklich das Gefühl, ich habe das gefunden, was ich wollte. Und ehe ich dann dachte, jetzt werde ich frustriert, weil da gibt es genügend Menschen am Theater, die das sind und die dann schon abwinken, sagen, es wird ja überall nur mit Wasser gekocht, habe ich gedacht, ich muss jetzt noch mal meinen Beruf wechseln. Und da war ich irgendwie Anfang 40. Und saß mit der Fernbedienung vorm Fernseher und habe gedacht, so, jetzt werde ich Film- und Fernsehschauspieler. Alle haben gesagt, die haben wir alle auf dich gewartet. Aber ich habe es durchgezogen. Sie haben es durchgezogen. Wir schauen mal rein in die Serie, die Sie so bekannt gemacht hat. Ja, das Hubert war ja ganz viel später. Das war dann viel später. Wir gehen gleich zum Erfolg, okay, sozusagen. Ja, gut, okay. Wir zeigen gleich den Erfolg. Da schauen wir mal rein. Ich bin meinem Mann nur zufällig auf die Schliche gekommen. Entschuldigung. Ja? Du kannst ein bisschen lauter reden. Ich hab gesagt, Probematerial hätte jetzt ausreichend beieinander. Super. Du, dann komm einfach vorbei und hol uns ab, oder? Ein
Ein bisschen Unterstützung könnte ich gebrauchen beim Ausstieg. Beim Ausstieg? Ja, weil einem mit der Zeit hier drin ganz schön schwummrig wird. Sag bitte nicht, dass du in die Gruben eingeflogen bist. Nein, nein, geflogen nicht. Eher unkontrolliert abgestiegen. Sie müssen immer noch lachen, wenn Sie es anschauen, obwohl Sie es bestimmt schon sehr, sehr oft gesehen haben. Ja, das habe ich lange nicht gesehen. Das haben Sie lange nicht gesehen. Aber ich mochte das immer. Ich fand auch unkontrolliert abgestiegen sehr lustig. Das ist auch meine Lieblingsszene, ja. Meine Lieblingsstelle in dem Ausschnitt. Haben Sie mit dem Erfolg gerechnet von der Serie? Nein. Also es wurde uns auch von ARD-Seite am Anfang signalisiert, dass es sich wirklich um ein Experiment am äußeren Rand handelt. Und wir uns da nicht zu viel Hoffnung machen sollen. Nein, wir haben irgendwie gedacht, ja, das drehen wir mal so eine Staffel und das war es dann. Wir hatten beide Tränen in den Augen, Christian und ich, als das plötzlich verlängert wurde. Und also, das denkt man nicht. Man denkt, ja, macht Spaß, aber an den Erfolg denkt man nicht. Also das haben wir nicht gedacht. Sie haben es jetzt gerade gesagt, ein Riesenerfolg. Sie hatten eine feste Rolle in dieser Serie, wahrscheinlich gute Nächte, weil Sie sich keine Sorgen machen mussten. Und trotzdem haben Sie 2017 gesagt, na, jetzt reicht's, ich steige aus. Warum? Ja, nach 7 Jahren, also 7 ist für mich auch so ein bisschen so eine magische Zahl, aber nach 7 Jahren und ich wurde die Frage gestellt, ob wir noch eine 8. Staffel machen wollen. Und ich dachte irgendwie, was ist denn, wenn ich jetzt Nein sage? Also ich hatte so das Gefühl, ich war 60 geworden und entweder mache ich das jetzt bis zur Rente sozusagen oder ich will noch mal was anderes machen und dann muss ich es jetzt machen. Hatten Sie denn Plan B? Hatten Sie irgendwas, wo Sie gesagt haben? Nee. Ah. Ich habe nur gedacht, man muss manchmal was verlassen, um eben wieder was Neues zu finden. Und das hat mich gereizt, so plötzlich aus dieser Sicherheit rauszugehen und zu sagen, so, ich hatte schon so die Idee, irgendwas mit Bühne, irgendwas mit Schreiben, andere Rollen vielleicht mal, aber genau gewusst habe ich es nicht. Aber Sie haben trotzdem den Mut gehabt für diesen Neuanfang. Ja, oder ich musste es irgendwie wohl wahrscheinlich machen. Ich habe es einfach gemacht. Über Ihren beruflichen Neuanfang sprechen wir gleich noch. Was Sie jetzt machen, das wollen jetzt bestimmt alle wissen. Und auch privat haben Sie einen Neuanfang gewagt. Da haben Prada-Schuhe eine erhebliche Rolle gespielt. Sie dürfen uns nachher verraten, welche. Platzer. Helmfried von Lüttichau hat uns gerade erzählt von seinem Ausstieg aus der Erfolgsserie Hubert und Staller. Sie haben einen neuen Weg eingeschlagen. Und ich würde jetzt natürlich gern wissen, welchen Weg Sie eingeschlagen haben. Sie haben vorher gesagt, Sie haben überhaupt keinen Plan gehabt, was Sie machen. Nee, aber ich bin sofort ziemlich aktiv geworden. Ich habe irgendwie Sachen geschrieben, Lesungen mir ausgedacht. Ein Robert Gernhardt-Projekt zusammen mit dem Schriftsteller und Politologen Johannes Strasser am Literaturhaus in München. Valentin hat mich dann angefangen zu beschäftigen. Ich wollte immer schon ein eigenes Valentin-Projekt machen. Habe mit einer Lesung angefangen, mit einer Kollegin. Habe einen Kabarettisten, den Andreas Rebers, dazu geholt, gefragt, ob er mitmacht, einen Multi-Instrumentalisten. Wir haben das Ganze dann in Schliersee sozusagen als Projekt namens Riesenblödsinn auf die Bühne gebracht. Sollen es jetzt auch noch mal im Sommer eventuell in München spielen. Das ist, weiß Corona, sollte letztes Jahr eigentlich schon stattfinden. Also ich habe lauter so Dinge auf den Weg gebracht und dann kam ich irgendwie dazu, vielleicht doch ein eigenes Programm zu machen. Da hat mich dann der von der Konzertagentur Friedrich, der Wolfgang Friedrich, dazu ermutigt. Ich sag, was, wie, ich alleine? Ja, mach doch einfach. Und ich habe angefangen zu schreiben und so weiter. Nebenher noch dann doch das eine oder andere Angebot zum Drehen gekriegt. Also es war viel los. War viel los. Und das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, Sie planen jetzt ein Soloprogramm mit Texten, mit vielleicht Musik? Na, es gibt ein sozusagen, ich habe die Corona-Zeit, eigentlich wollte ich letzten Winter schreiben, aber das hätte mir die Zeit nie gereicht. Dann kam Gott sei Dank der Lockdown und ich hatte wirklich Zeit. Auch das, wir sind auch froh, jetzt haben Sie auch Zeit, genau, zu uns und, zu kommen. Die Konzertagentur Friedrich hat mich unterstützt, hat die ganze Tour war plötzlich gebucht. Ich hatte, weiß nicht, 36 Vorstellungen. Da gab es einen Tourplan. Ich dachte, oh Gott, und das Stück gibt es doch noch gar nicht wirklich. Und dann habe ich eine Fachfreunde Proben gemacht.
nur mit ein paar Leuten halt in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und gemerkt, oh, so geht's nicht oder vielleicht geht's so. Also es ist ja alles totales Abenteuer, Neuland für mich. Und das war eigentlich das Spannende und ist immer noch spannend, weil ob das dann so wird, das wird sich auch mit den Vorstellungen erst zeigen. Aber Sie sagen absolutes Neuland, ist da nicht auch die Angst dabei, total zu scheitern? Ja, die ist natürlich immer dabei beim Neuland. Aber wenn man das nicht riskiert, dann erfährt man auch nichts Neues. Weil dann hätte ich sagen müssen, so, das Hubert und Staller, das kann ich jetzt, das mache ich bis zur Rente dann setze ich mich aufs Feierabendbankerl oder so und sage, mei, ich bin der Staller gewesen, gell? Ja, aber ich wollte eigentlich dann doch noch mal was anderes. Ja. Wir schauen mal rein in das andere. Wir schauen mal rein. Sie haben was mitgebracht. Oh, Sie wissen schon was, oder? Ja, schon abgesprochen. Okay, ja. Dann schauen wir jetzt einfach mal rein und Sie können danach noch ein paar Worte dazu sagen. Ich meine, wir wissen ja alle, mit Partner sind wir einfach besser. Joko und Klaas, Starsky und Hutch, dick und doof. Dick ohne doof, ja. Naja, Hubert ohne Staller. Ich muss sagen, da kommt man schon ins Grübeln. Und die Gitarre, die ist mir überhaupt nicht peinlich, weil die ist nämlich ein sehr, sehr gutes Mittel gegen Demenz. Also da gibt es von der Universität. Na, das war der Professor, nein, nicht Drosten. Nein, den weiß ich. Das ist Kurzzeitgedächtnis. Das ist egal. Ich war mal in der Sommerfrisch, da ging es mir ganz ärmlich. Zum Schlafen hatte ich ein Bett, so kurz, das war erbärmlich. Die zweite Nacht lief ich davon, nahm's Kopfkiss mit und Decken und schlief auf einer Kegelbahn, da konnte ich mich ausstrecken. Sie haben vorher gesagt, Sie wollten Rockstar werden als Kind und jetzt stehen Sie mit Gitarre auf der Bühne. Ja, das ist quasi, habe ich mir eigentlich den Traum erfüllt, weil alles, was ich dazwischen rede, ist mir wurscht, aber wenn ich dann mal so richtig reinhauen kann, dann fühlt sich schon tatsächlich manchmal ein bisschen so an. Ja, ne, das war geklaut quasi von Karl Valentin, ein Stück, das war, also das aus diesem Karl Valentin Projekt auch war und das war so eine Art Zugabe. Also das eine war Probe, das andere war die erste Voraufführung. Wo war das? Das war in Traunstein, im Natz. Da bin ich aber nächstes Jahr noch mal, so Corona will, im November, glaube ich, 12. November, ich weiß nicht genau, gibt jetzt wieder einen neuen Tourplan. Also die ganze Tour ist nicht abgesagt, sondern einfach nur um ein Jahr verschoben. Und ich hoffe sehr. Eigentlich wäre der nächste Termin 28. März in Gersthofen. Das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden, aber aufpassen vielleicht. Also es sind schon 80 Karten verkauft, habe ich heute gehört. Also die behalten ihre Gültigkeit. Müssen wir hier gleich nochmal sagen, damit niemand nervös wird. Dann haben sie richtig was vor. Also ja. Und jetzt sind es, glaube ich, 40 Vorstellungen insgesamt, die ich da. Also das wird auf jeden Fall ein Abenteuer, ja. Und Sie üben jetzt ein bisschen vorm Spiegel, solange Sie noch nicht live üben können? Ja, ich nehme mich manchmal auch auf, so, aber das ist mir dann peinlich. Aber ich stehe dann in der Stube und rede vor mich hin oder beim Spazierengehen. Ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich weniger übe, werde ich eher besser. Also es ist gar nicht so gut, wenn ich mir das zu viel einstudiere. Eigentlich ist mein Plan, auf die Bühne zu gehen und zu schauen, was jetzt passiert. Aber man hat natürlich einen bestimmten Ablauf, bestimmte Geschichten und Nummern. Aber innerhalb dessen möchte ich so frei wie möglich agieren. Und festhalten können Sie sich ja immer an Ihrer Gitarre. Ja, genau. Notfalls irgendwas spielen und sich verspielen ist auch lustig. Klingt gut. Scheitern ist immer gut. Scheitern. Ja, darum geht es auch in dem Programm ein bisschen. Also beruflich sind Sie viele, viele Jahre nicht gescheitert mit Hubert und Staller. Ich möchte jetzt einmal noch ein Blick in Ihr Privatleben werfen. Sie waren sehr lange verheiratet, 26 Jahre, und haben dann Ihre Frau verloren an Krebs. Das stelle ich mir ja furchtbar vor. Also wie haben Sie da wieder sich hochgehangelt? Ja, das kann man so in der Kürze natürlich nicht beschreiben. Das ist einfach, ich bin dadurch in meinem Leben konfrontiert worden mit dem Sterben und dem Tod und habe mich damals entschlossen, auch da nicht davor wegzulaufen. Und
Ja, das, ich habe das Gefühl, das hat mich auf der anderen Seite auch freier gemacht und ich habe weniger Angst, als ich die früher hatte. Und das hat mich bestimmt auch geprägt. Und ja, solche Erfahrungen können auch auf der anderen Seite einen stärken, dass man das übersteht oder so. Und die Palliativmedizin ist Ihnen immer noch eine sehr große Herzensangelegenheit. Da habe ich eben kennengelernt, dass also die quasi wie wichtig das ist für einen schwerkranken Menschen. Eine Palliativversorgung heißt ja nur, dass es nicht mehr sozusagen darum geht, die Krankheit zu heilen, sondern die Symptome zu lindern. Und ich habe eben gesehen, wie wichtig das ist für einen kranken Menschen. Meine Frau hat damals gesagt, sie fühlt sich jetzt nicht mehr als Krebskranke, sondern als Mensch, dem geholfen wird. Und das fand ich so fantastisch, was ich da gesehen habe, dass ich damals gesagt habe, sollte ich in meinem Leben jemals so etwas wie prominent werden, würde ich mich für die Palliativmedizin, die Palliativversorgung einsetzen. Und das habe ich gemacht. Ich bin jetzt im Stiftungsrat der Deutschen Palliativstiftung, kann dadurch vielleicht ein bisschen was dazu tun, dass man mehr darüber weiß und kleine erfährt. Rädchen drehen. Ja. Sie haben noch mal geheiratet, obwohl Ihr erstes Rendezvous ein bisschen peinlich ausgefallen ist, wie Sie selber sagen, oder? Ja, peinlich. Mir war es eigentlich nicht, weil ich sollte mit meiner Frau, also meiner jetzigen, auf den Berg gehen und hatte schon Bedenken, weil ich eigentlich Heuschnupfen und Pollenallergiker bin, dachte, das wird peinlich. Aber ich habe mir halt meine guten oder schweren Halbschuhe angezogen und die Prada-Halbschuhe von Prada und ein Jackett und ein Schal und fand jede Form von Funktionsklamotte voll Panne und so. Bin auch trotzdem hochgekommen auf den Berg. Es war jetzt auch kein besonders, also keine wirkliche Tour. Aber ja, das war, ob das peinlich war, also ich fand mich, ich sah echt gut aus. Sie sahen bestimmt unwiderstehlich aus. Also es hat ja geklappt. Es hat geklappt. Ja. Sie haben den guten und bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielen Dank für Ihren Besuch, für Ihre Offenheit. Ganz toll. Wer jetzt immer noch mehr über Sie erfahren mag, kann das tun im November. Gibt es eine Lebenslinie über Sie zu Ihrem 65. Geburtstag? Stimmt. Oh ja, Gott. 65, echt? Habe ich nicht gesagt. Das haben Sie jetzt einfach nur so gehört.